Am Donnerstagnachmittag ging der erste Lößnitzer Leseklub mit einer Zertifikatübergabe zu Ende. 41 Kinder zwischen 8 und 15 Jahren hatten am Leseklub teilgenommen. Das Zertifikat bekamen Grundschüler, die mindestens 3 Bücher, und Oberschüler, die mindestens 4 Bücher gelesen haben. Bei 8 Clubtreffen wurde von den Mitgliedern des Vereins Lößnitzer Bildungsweg festgestellt, ob die Kinder die Bücher auch wirklich gelesen hatten. Der Lößnitzer Leseklub ist ein gemeinsames Projekt der Stadtbibliothek, des Vereins Lößnitzer Bildungsweg und des Fördervereins Oberschule Lößnitz, unterstützt von der Oberschule Lößnitz und lokalen Sponsoren und Förderern. Es wurde in diesem Jahr erstmals anstelle eines Buchsommers Sachsen durchgeführt.